Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA. In der letzten Folge haben wir dafür gesorgt, dass wir wieder in die Startelf kommen. In der Mannschaft. Und damit beginnen wir jetzt direkt mit dem Game. Und starten mal wieder ein ganzes Game von vorne. Torwarte brauche ich nicht, kenne ich gut genug. Weiter geht's. Mit unserem ersten vollständigen Spiel, seit wir die neue Mannschaft haben. Spiel, liebe Zuschauer. Oder in der neuen Mannschaft sind. Als Leihspieler. Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Es könnte ein super Spiel werden. Dieses Spiel. Was sind die Aufgaben? 7-5? Schaffe ich. Das sehen Sie daheim genauso. Drei Schüsse aufs Tor, naja. Und drei Pässe in der gegnerischen Hälfte. Das sollte ich alles hinkriegen eigentlich. Das sollte machbar sein. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Und wir sind diesmal blau. Oh, das war ein dummer Ballverlust. Das war ein sehr dummer Ballverlust, aber ich habe ihn wieder. Macht er gut hier. Rennen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Flanke kommt in die Mitte. Kopfball neben Tor. Kein schlechter Versuch. Ich habe ihn eigentlich schon drin gesehen, aber der Winkel war halt falsch bei mir. Knapp, würde ich sagen, knapp. Und dann ist er wieder weg. Auf ihn wird's ankommen heute. Da bin ich Spieler sicher. Im Fokus. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Oh. Sehr gut aufgepasst. Okay. Ah ja, was hier geht ab gerade? War auch gerade kein deutscher Satz. Was geht denn hier gerade ab? So, jetzt ja. Gute Aktion. Ball. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Eben nicht. Ich hätte noch versucht reinzuschießen, aber es ging nicht. Moi Gomez. Klasse Tackling hier. Das war nix. Da ist er reingegangen. Und keiner von meinen Spielern geht einfach drauf. Sie holen sich hier den Ball. Wo auch immer der gerade hinging. Die tricksen mich aus hier mit Dribbeln, Die tricksen mich hier sowas von aus. Moi Gomez. Alter, was machen die denn? Sie gehen dazwischen. Gut verteidigt. Ja. Alter. Jungs, komm schon. So geil geht mir gerade. Super durchgesetzt. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Fahne oben? Oh, das war knapp, aber richtig entschieden in meinen Augen. Oh, also haben sie schon wieder. Das ist das zweite Abseits heute und gestern, in dem wir nicht schuld waren. Die schirmen den Ball ab. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Da wollte eigentlich nicht hinpassen, sondern hier genau. Guter Vorstoß. Kann was werden. Und Tor. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Guter Schuss. Wichtiger Schuss. Beides. Guter und wichtiger Schuss. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, diese tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. War kein schlechter Ball. Minute. Passt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
ja, was auch immer der gerade versucht hat. Und das habe ich ihn ausgeschossen. Guter Einsatz, Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Wollte ich gerade sagen, er wird wahrscheinlich einfach nach hinten okay. spielen. Okay, was? Moi Gomez. Ach, die Namen. So, was machen Sie draus? Sucht natürlich jetzt die Lücke. Der ist Heilige. Was? Ich wollte eben gerade noch auf Zweikampf gehen, weil ich dachte, ja, jetzt mache ich es mal lieber, bevor noch irgendwas passiert. Wenn der Torwart gerade so noch rausgeht, ja, dann schießt er da nach oben. Unter die Latte rein. Das war wirklich knapp. Das zeigt die Wiederholung deutlich, aber der Ball ist nicht zu halten. Er ist zu gut, zu präzise. Da geht der Ball am Ende dann doch noch ins Netz. Ah, oh, er ist sogar noch am Torwart abgeprallt. Oh. Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Ja, mei. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Also ja, da wollte ich nicht hinpassen. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Nicht ganz genau. Freistoß? Wolf, beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Ich weiß nicht mehr, was sie gerade gemacht haben bei uns. So gut passe ich auf. Das war nix. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freistoß. Aber auch weil ich das irgendwie nicht hinkriege. Auf Übungen und beim Training kriege ich alles hin, aber hier nicht. In dieser Partie bislang klar für Celta Vigo. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement. So, die Chance. Ja. Da haben sie die Führung. Einfach mal drauf losgeschossen. Einfach mal was riskieren und dann ging rein. Kurze Ecke, ja, wir sehen es hier. Das sind Tore. Da ich hätte, glaube ich, auch gerade auf Schiedsrichter einrichten, auf Foul plädieren können, glaube ich. Aber das wollte ich nicht machen, weil ich gerade so nah am Tor war. Also schießen oder nicht? Auch ein schönes Tor gewesen. Minute. Weiter geht's. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. 2 Minuten? Es wird doch nur eine angezeigt. Hä? Gut. Nach Durchgang 1 steht's hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Ja, freue mich drauf, wie es wohl weitergeht. Weil sie waren nicht schlecht. 3 Pässe in der gegnerischen Hälfte, 5 mache ich, das kriege ich noch hin in der Hälfte. Ich habe 2 Schüsse aufs Tor abgegeben und davon waren es 2 Tortreffer. So, jetzt kommen wieder die Highlights. Pfeift dieses Spiel an. Flanke kommt in die Mitte. Ah, das war der Kopfball. Jetzt sehe ich mal, wie knapp der war wahrscheinlich. Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. So knapp war er gar nicht. Also so knapp daneben. Ah, das war das Foul, was er abgepfiffen hat. Guter Vorstoß, kann was werden. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. So, was machen Sie draus? Das will ich jetzt nochmal sehen. Da hat er einfach... Ja, das ist tatsächlich, der Torwart hat er noch getroffen. Also habe ich das gleich gemacht, einfach aufs Torwart-Eck, wenn man das Torwart-Eck nennen kann.
Damit ist die erste Hälfte abgeschlossen. Was müssen wir noch machen? Pässe und Torschüsse. Das kriegen wir hin. Definitiv kriegen wir es hin. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Es geht da jetzt gerade im Hintergrund ab. Also. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Komm schon. Sie wollen den Ball, rein. Sie haben den Ball. Macht er gut. Da ist die Chance. Und drei Schüsse, drei Tore. Sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Alter. Gutes Match heute. Mal wieder mit meinem Spieler. Drei Schüsse aufs Tor, drei Tortreffer. Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 3-1 heißt es also jetzt. Jetzt bin ich gerade echt am Ball vorbeigelaufen. Schaffen wir vielleicht noch das 4-1. Fairer Einsatz hier. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Und schon wieder. Irgendwie war das, weiß ich nicht, was gerade abgeht bei der Verteidigung. Nix. Irgendwie weiß ich nicht, was gerade abgeht. Einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Wenn es in echt auch nur so schnell gehen würde oder so einfach. Gibt es bestimmt auch, aber wahrscheinlich nicht so oft wie hier in diesem Game. Dass ich einfach so starte, nehme den Ball, laufe zum Tor und schieße rein. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt also. Oh, ich dachte gerade schon, da geht einfach nicht an den Ball ran. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Oh Mann, das, dieses automatische Wechseln ist ab und zu gut, ab und zu ist es scheiße. Er holt sich vorne den Ball. Ins Aus, Ecke. Energischer Zweikampf geht mit Eckball weiter. Dieser Wurf. Hui. So, jetzt bin ich wohl anscheinend ein bisschen weiter vorne mit den Ecken in dieser Mannschaft eingesetzt. Gleich wird hier ausgewechselt. P1, wenn sie das noch überreißen, rauszuholen. Ecke kommt rein. Gefahr bereinigt. Und wieder reinpass. Ganz stark. Ah, das was? Ist natürlich nachlässig. Abseits. War abseits? Völlig klar. Zunächst ist das abseits, dann sortieren sie sich neu und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Das war zu wenig. Hä? Achso. Die Kamera, der Kamerawinkel gerade war extrem beschissen von der, vom Abseits zeigen. Kevin. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das war jetzt eher Glück, dass ich da dazwischen war bei dem Ball zufälligerweise. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ey, keiner geht irgendwie ran. Und jetzt passen sie nach hinten. Warum? Um mich zu verwirren. Das funktioniert auf jeden Fall. Da ist der Ball weg.
Bei Vigo geht es jetzt mit langen Bällen in den Strafraum nach vorne. Sie müssen hier auch mehr ins Risiko gehen jetzt. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Langsam wird es gefährlich, schönes Dribbling. Wir hatten Ballbesitzquote. Bin ich wahrscheinlich gerade extrem schlecht in dieser Partie. Ecke. Das war, keine Ahnung, gerade irgendwie geht gerade gar nichts. In welchem Land befinden wir uns gerade überhaupt? Oder für welche Mannschaft spiele ich Ibiza? Das klingt Saudi-Arabien mit Richtung. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel, lief nicht. Und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Kann ich eigentlich auch wieder rausgewechselt werden? Das ist bis jetzt nämlich nie passiert. Die Ecke kommt. Den Ball kann er klären. Jetzt nimmt das alles mit allen auf. Die Chance lebt noch. Tor. Sie machen das Tor. Also, da war gerade echt nichts los. Die Verteidigung kam nicht hinterher. Der Torwart geht raus und ich schieße einfach nochmal. Also, irgendwie... Die Verteidigung. Will eventuell auch der Titel im Rahmen vom Video heute. Die Verteidigung. Da ist dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Da gibt's doch nichts zu meckern. 5 Tore. Glaube ich sogar alle von mir, wenn ich das mich nicht täusche. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Wenn sie das noch aufholen. Okay, Yukushlu. Das war faul, das habe ich selbst gesehen. Faul. Es gibt Freistoß. Das habe selbst ich gesehen, der hat den Ball nicht berührt, der hat den Spieler getreten. Und nach vorne mit dir. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gefährliche Szene. Er pariert, aber der war im Spiel. Ja. Was für eine Technik mit diesem Volley. Aber das bringt's auch nicht weiter. Das ist natürlich eine überragende Szene. Obwohl wir es in der Liga, das ist Punkte sammeln. Beispielsweise wäre das Tabellenführer. Würde wahrscheinlich einen Verlierer nicht keine gute Niederlage nichts ausmachen. Der Ball bleibt aber gefährlich. Punkte sammeln tun sie ja trotzdem und mit den Punkten, dann mit dem ist es Tor. Nicht mehr zu verhindern, das nutzen sie eiskalt. Ja, Torwart, Trainer, kenne den Namen leider nicht. Oder werde ich bestimmt auch nicht aussprechen können. Sei doch nicht so. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Sei doch nicht so traurig oder wütend auf uns. Wir stehen 5:2 vorne. Schlusspfiff. Ja, sogar ich alle Tore. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Und das haben wir auch gemacht. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Mit diesen vielen Treffern hat er seine überragende Form der letzten Zeit bestätigt. An 5 Schüsse aufs Tor, 5 Tore. Logischerweise maßgeblich beteiligt. Das kann sich doch sehen lassen, der 100. Erfolgsquote mit 5 Toren. So, was machen Sie draus? Das ist das erste Gegentor, glaube ich. Ja. Beide Chancen, die sie hatten, haben sie ja eingelocht. Na, da kommt jetzt wieder mein Ausgleichstor, wo ich 2-1 machen würde. So, die Chance jetzt. Da haben sie die Führung. Macht er gut.
Da ist das 3-1. Das ist heute sein Spiel. Also heute war es wieder ein extrem gutes Spiel. Sein drittes Tor. Klasse. Da ist 4-1. Die Vorwärtsbewegung jetzt. 5-1, das Tor. Weiß ich echt nicht, was mit der Verteidigung los war. Alle vorne auf unserer Spielhälfte. Ich nehme den Ball auf nach vorne und schieße in das Tor rein. Ja, hier sieht man es. Alle hinter mir. Die Chance lebt noch. Sie machen das Tor. Jetzt kommt dann noch wahrscheinlich das andere Highlight, ist das zweite Gegentor, das ich kassiert habe. Das nicht sein hätte müssen. Szene. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine Überraschung. Ja, war ein extrem geiles Spiel heute mal wieder. Ja, gut, wir haben eine 37er Ballbesitzquote.